Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 2. Hallöchen. So ganz fertig waren wir in der letzten Folge ja dann doch noch nicht. Gucken wir mal, wie es jetzt in dieser Folge sich entwickelt. An Mimik, Achtung. Der steht elementar angegriffen. Krieg dich trotzdem klein. Mein Pet hat getankt. Ja, wir sind gespannt, ob wir es schaffen, das Spiel jetzt durchzuspielen, ob wir unseren Endboss bekommen oder ob es dann noch einen überraschten Akt 4 gibt. Ansonsten Akt 3 war wirklich lang. Also die einzelnen Akte waren alle unglaublich lang. Mhm. Dafür den Akt 1 haben wir allein 30 Parts gebraucht oder was weiß ich. Stellt sich die Frage, was würde man geschichtlich noch in einen Akt 4 packen wollen? Ja, eben. Kriegt ja. Das eigentlich fast erledigt. Wenn wir jetzt den Boss der Netherrealm töten. Der Ultimistik, die sich auch schon tot. Aber der hat uns echt Schwierigkeiten gemacht, der Alchemist. Aber ich hab diesen Bosskampf so gefeiert. So mag ich Bosskämpfe nicht so. Oh ja, der war cool. Und ich fand, wir mehr tot als lebendig. Mhm. Ja, ich finde aber, heutzutage werden viel zu viele Sachen viel zu sehr vereinfacht. Kann man das noch richtig feiern, wenn es mal wieder richtig schwere Bosskämpfe gibt, wo man auch wirklich mal ein bisschen was zu knacken hat und so. Oh ja, das stimmt auch wieder. So, Aufzug nach unten. Weiter geht's. Gehen wir mal runter. Jetzt sind wir in der Ebene 6. Mhm. Hier. Hinter dem Zauberbrecher. Immer schön denken zu buffen. Du hast gesagt, du bist bald Stufe 52. Ist es dir schon gelungen? Ja, ich war schon 52. Jetzt im letzten Programm Ende geworden. Ah, cool. Ich dachte es wäre nicht mal wieder. Ich höre alles nur halb. Na, nicht so schlimm. So muss gleich dein Dublaus oder die Zwergentürme. Weg mit ihnen. Scheiß MG Angriff von den Zwergentürmen auch. Ja, die sind voll gefährlich. Obwohl ich Zwergenturm ja ein falsches ist. Das ist eher so eine Art Geschützding als ein Turret. Mhm. Ich weiß, deswegen nehme ich auch einen Mana-Trank, blöde Kuh. Ja, die sagt mir Kuh, nicht noch mal. Ja. Mein Charakter. Achso, ja. Macht Sinn. Ich muss immer mit den Charakteren reden. Wenn die eine Stimme bekommen, um dir zu sagen, was nicht stimmt. War ich auch bei World of Warcraft. Ich bin zu weit entfernt. Bist du gar nicht. Schöne Kollisionsabfrage eingeführt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie komme ich da gerade drauf. Da kann ein Grashammel im Weg sein und schon sagen sie dir, ja, ziemlich sichtbar, beziehungsweise da ist ein Hindernis zwischen dir und dem Ziel. Ich finde es auch immer wieder, könnte es auch immer wieder feiern, wenn man World of Warcraft an einem winzigen Busch hängen bleibt. Uiui, ja, ich dachte gerade zwei Champions, aber nur einer hat den Champion wieder. Sehr netter Scheusal. Ich ruf mal auch mal eins. Okay, bei mir ist es ein Schattenscheusal. Weil mein Mana gefressen, das Schattenscheuße hat. Das was? Das Sonic? Oh Gott, wer denkt sich diese Namen aus? Oh, da ist doch ein zweiter Champion. Ja, doch, ja. Weil der ist auch so schnell kaputt. Kann sich die ganze Zeit hier teleportieren, oder? Ja. Ah, aber viele Heiltränke kriege ich jetzt nochmal. Jo, die ganze Zeit diese super Heiltränke. Anscheinend sind die doch besser, weil ich die mächtigen Heiltränke noch zuerst benutze. Naja, nicht schlimm. Mächtige Heiltränke, also die ich kaufe momentan, die reichen bei mir sowieso locker für meine 3000 Leben. Gewaltiger Heiltrank habe ich. Ja, gewaltiger, also 3600 Leben heilen die. Oh, das reicht ja. Ja, da macht gerade jemand die PS3 an, habe ich gehört, oder? Das ist eine PS4. Wie lange das hier noch geht. So lange. Ich auch. Oh. Ich denke eigentlich, dass es nicht mehr so lang gehen kann. Ich glaube, den letzten hier, den hatten wir jetzt auch in zwei Parts gehabt, oder? Wir sind reingegangen und haben dann circa einen Part gemacht. Ich will mich hier wegbewegen. Ich kann den weg. Die Zauberbrecher sind die gefährlichen, glaube ich. Ich will nur immer den Boden explodieren lassen. Die machen zumindest gut Damage, ja. Ich schick mal mein Pet nochmal los, ein paar Tränke kaufen, damit Shit. Das die ganze Tränke nicht beim
Ja. Wow. Du bist hier gerade angegriffen. Ich merk's gerade. Das war der Kampfturm. So, er ist tot. Oder zerstört. Die Maschinen können nicht sterben. So, damit ich mein ganzes Gold nicht durchs Sterben verliere, sondern in Heiltränke investieren kann. Muss ich mein Pet nochmal wieder losschicken. Okay, für die, die es interessiert, ist es die PS4, die angegangen ist. Ich mache nämlich einen ähnlichen Zone beim Anschalten. Die PS4 ist nicht abwärtskompatibel zu PS3, endlich. Nee, ist sie nicht. Liegt, glaube ich, am Architekturwechsel, den sie mit drin haben. Sie haben ja kann sein. Sind ja viele der PC-Komponenten jetzt eigentlich in den Konsolen. Ja, genau. Deswegen haben sie ja so viel mehr Power. Aber, desto eher wahrscheinlich ist es auch, dass es jetzt für PS4 schon ziemlich für Xbox One und PS4 wird es wohl früher Simulatoren geben als für die PS3 oder Xbox 360. Das denke ich auch. Das habe ich nämlich schon gehört. Als ich gehört habe, dass da jetzt typische PC-Komponenten drin ist, habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich die PS4-Spiele dann wahrscheinlich in meinen PC schieben. Und wenn man dann den Kopierschutz umgeht, könnte man sie wahrscheinlich am PC spielen. Ja, ganz so wird das nicht so laufen, aber man muss ja immer noch das Betriebssystem nachbauen. Das stimmt auch wieder, das ist ja nicht Windows oder Linux oder was auch immer die Leute so benutzen. Ja genau, aber sobald das Betriebssystem nachgebaut werden kann, kann man die Spiele quasi ohne Leistungsverlust auf dem PC bauen. Boah, schon wieder tot. Ich hab mich gerade so gerettet gerade. Ich meine, hier ist überall gerade Feuer und ich kann mich überhaupt nicht... Ich bin auch tot. Wiederbelebung mit einem Verlust. Ich bin gerade 2-3 Mal hintereinander gestorben. Nur AOE ist hier alles jetzt gerade. Ja, so endlich bin ich mir hier raus von der Falle. Das war nämlich das, was den meisten Schaden gemacht hat. Ja toll, jetzt hat sich hier wieder so ein blöder Netherling manifestiert. Ach, der ist ein Champion. Ich muss versuchen, den zu erledigen. So, wo sind meine Helfershelfer? Erster. Ich weiß jetzt wenig Mana. Zweiter. Und weg mit dir, Champion. Nein, nicht wegteleportieren. So. Das Teleportieren nervt. Ich würde mich wundern, wenn meine Tasche bald wieder voll ist. Meine Liebe ist tatsächlich noch nicht gelehrt, aber... Dann kann ich jedenfalls wieder Heiltränke mitnehmen. Puh. Krass. Ja. Wie viel Tränke ich verdammt nochmal verbrauche jetzt. Ich habe auch schon wieder, bin auch schon wieder auf 50 runter, nachdem ich erst wieder 30 gekauft hatte. So, es gibt auf der Ebene. Ich muss halt eher Mana-Tränke schlucken. Ah, hier unten geht's nochmal weiter nach unten, okay. Ich guck mal ganz fix hier durch. Wir haben noch einen Teil. Doch, den Teil haben wir noch nicht ganz erkundet. Oder ich zumindest noch nicht ganz. Nur noch ganz fix erkunden. Vielleicht finden wir dort nämlich noch mal eine gute Menge Gold. Stimmt. Also ich habe es jetzt alles offen. Hier hinten. Ah, tatsächlich. Ein bisschen Gold gibt's. Oh, alles blockt der. Der endlich zerschmettert. Der ist ein richtiger Tank. Ja. Wir vorne werden die Türme uns abschießen. Genau. Wieso sind denn diese Schattenschuriken? Wer wirft die denn? Dieser Ninja-Typ da, oder? Ach, scheiße. Ich hab auf mein Leben nicht geachtet. Fuck. Ich sehe, du liegst auf dem Boden. Na gut. 133 Goldverlust, weil ich eh kein Gold hab. Naja. Wenn es halt prozentual ist. Schlimmer wäre es, wenn man sich gar nicht mehr wiederbeleben könnte. Nein, in der Stadt kann man sich immer wiederbeleben. Ja. Ah, aber ich glaube, da ist nochmal ein Mimiker. Die eine Truhe hier vorne. Ich kümmere mich um ihn. So, ich werde jetzt bestimmt mein Pet losschicken müssen. Muss ich. Okay, dann kann ich meins auch nochmal losschicken. Inventar vom Pet. Mein Inventar. Weg mit allem. Kann ich nicht nehmen. So. So, hoffen wir mal, dass ich noch mal ein paar Dinger mitnehmen kann, ein paar Fläschchen und so. Ja, Wüstenachs des Giftes. Zack, zack, zack. Neues Holzamulett.
Nee, das nehme ich. Ja, und dann können wir tatsächlich in die nächste Ebene runter gleich. Okay, gezackte Faust, gezackte Faust. Hier sollte mein Pet auch fast das Inventar voll. Ich lasse noch ein paar Heiltränke mitbringen. So. 20 Stück. Auf, wie geht's? So, dann komme ich jetzt mal in die nächste Ebene. Oh. Das war da noch was? Ein einzelner Netherrim war hier noch. Ui. Den durften wir nicht am Leben lassen. Nö. Der entzieht Mana. Ganz böse. Oh, das ist wirklich böse. Ganz böse. Da hat wohl einer das Leben des Vorhin gesehen. Ja, kann sein. Ja, teilweise. Nicht komplett, aber den ganzen Teil habe ich gesehen. So, sind wir jetzt nicht nach unten gegangen? Irgendwie sieht es aus, als ob wir überall schon mal gewesen wären. Ja, aber tatsächlich ist es hier neu, weil wir hier nicht wieder einen Blick zum Portal haben. Zwar, jetzt haben wir auch begonnen nach dem Alchemisten. Ach so, deswegen sieht es so ähnlich aus. Ich hoffe, dass dann in der nächsten Ebene der Boss kommt. Ja. Vielleicht auch schon in dieser Ebene. Also jetzt dann ja. Das nächste, was dann ist dann der Boss. Ich finde es für mich ja anfühlt, als wäre der Alchemist der richtige Endboss gewesen mit seinem Drei-Phasen-Kampf. Mhm. Will ich gar nicht wissen, was der richtige Endboss für einen Kampf hat. Ach du Scheiße. Hört endlich auf, euch immer mit eurem komischen Nether-Ding zu teleportieren. Oder sterben die so? Ich glaube, das machen beides. Ui. Weil dass ich wenig Mana habe. Das ist ein Champion, das hat den Stimme. Wieder. Springt zurück, schleudert Leben. Der eine Typ, der macht gerade gar nichts. Endlich hat er mich bemerkt. Also jetzt krieg doch mal Mana. Besser. So, meine Erlöse wurden benutzt, um die Tränke zu kaufen. Oh, das werden sogar mir auch benutzt. Ja klar, das ergibt ja auch Sinn. Jedes bisschen Gold, welches ich habe, schicke ich mittlerweile einfach auf Reisen mit meinem Pet, damit es mir mehr Tränke kauft. Ja, Tränke werde ich auch bald nachkaufen müssen, wenn das so weitergeht. Gut, wo bist du jetzt? Er hat noch ein paar Gegner zu erledigen. Hier, am Kämpfen, oder? Puh. Na toll, hier sind wieder jede Menge Gegner und Fallen und aua. Mal wieder alles vorbereiten. Erstmal alles töten, was mir vor die Flinte kommt. Vor allem der Zwergenkampfturm. Und der ist so süß wie die Tür wird aus Portal wert. I don't hate you, stimmt's? Zumindest wenn man es auf Englisch spielt. Ich habe das Spiel damals auf Englisch gespielt. Ja, gut. Wegen Gladys fantastischer Stimme. Ich habe es mir nur auf Deutsch angeguckt. War das doch auch Englisch? Weiß ich jetzt gar nicht. Was? Wie bin ich denn jetzt gestorben? Das habe ich auch gefragt. Ich habe dich neben mir sterben sehen und schon dachte mir, was? Ich bin nicht in irgendeine Falle gerannt? Sie hat noch gesagt, ich bin schwer verwundet und schon war ich tot. Naja, wir haben ja zum Glück einen Videobeweis, dass wir das genau nachdenken. Ja, vielleicht gibt es auch irgendwo einen Kampflog. Ja, könnte es sein, dass es den irgendwo gibt. Man nämlich nur normalerweise nachvollziehen, woran man denn jetzt eigentlich zur Hülle nochmal gestorben ist. Kommt schon der nächste. Ach du Heilige. Oh, du Heilige. Süß, hast du noch mehr Gegner aufgefeucht. Ja. So ein paar mehr. Oh, schön, Stufenaufstieg.
Na, immerhin, das ist unbeendet geblieben. Wir steigen immer noch gut Stufen an. Ja. Hab mich eben gefragt, was vor 5 Stunden denn bitte für ein Gegner sein soll. Das sind die fiesesten Gegner. Kannst du die noch nicht? Nö, noch nie gesehen. Was können die denn? Ja, wenn wir sterben, dann verlieren sie Waffen und das tun ihr damit ganz dolle weh. Oh, das klingt ja übel. Ja. Hier sind noch ein paar Tentakelchen. Achtung, da kommen Zwergenkampftürme. Also kann ich mich gerade nicht bewegen. Ist du das Spiel hier extrem viele Heiltränke droppen lassen, das ist nett. Ja. Truhe, Gold. Und die Tage sollte ich mal auch mal kümmern. So, und jetzt kann ich endlich mal meinen Fokus wieder erhöhen. Und noch ein Ventil. Das heißt, das könnte so was wie die letzte Ebene sein, mit Ventilen und so. Also das Ventil gedrückt. Ah, eine Truhe. Schön. Sieht's aus, hab noch ein bisschen Platz. Boah, aber die Ebene ist wirklich gigantisch. Allerdings. Also wenn ich jetzt mal so auf die Karte gucke, wir haben noch 2 Abzeichen, die wir noch gar nicht gelaufen sind. Oh je, und der Part geht nur noch 3 Minuten. Ja, können wir zumindest überziehen, bis diese Ebene hier voll ist. Danach können wir sehen, ob wir tatsächlich am Endboss sind, dann machen wir den auch noch hinterher. Ansonsten müssten wir wohl aufhören, den Part dann offscreen dahin laufen. Die Monster sind dann ja zum Glück tot. Also irgendwie haben wir nie weitere Teile des Roboters gefunden. Fuck. Da ist wieder ein Turm. Wieder viel zu viel Gold. Jetzt habe ich 1000 Gold weggeschmissen. Das wären 4 Heiltränke gewesen. Im Moment, ich gehe mal wieder. Lass mein Pet nochmal Heiltränke kaufen. Okay. Ach, Twilight, ich habe so das Gefühl, die Items, die wir hier droppen, werden jetzt auch auf einen Schlag deutlich besser. Nur deutlich auch zu hoch im Level. Oder Stufe 46. Euer Begleiter ist fortgegangen. So. Ob ich irgendwas gefunden habe, ist jetzt noch nicht. Ich denke nochmal Gold, aber ich komme nicht dran. Oh. Ist wohl einer übrig geblieben. Hier oben liegt noch ein bisschen Gold. Bei mir nicht. Mit den Tentakeln. Nein, ich bin schon wieder tot. Wow, nicht beinahe. Ich hatte noch. Ich wurde zuerst von dir getötet und dann vom Netherin Krieger. Den kannst du bloß. Ja, gut, bei mir stand auch öfter mal, als ich gestorben war, Little Toll. Keine Ahnung. Ja, das ist schon wieder einer. Oh, Zwergenkampfturm, schnell weg. Du musst verschwinden. Ah, oh, schon wieder Mana leer. Ja gut, ich komme ziemlich oft immer jetzt immer in diesen Zustand, wo ich keinen Mana verbrauche für ein paar Sekunden. Ja, bist du so gut. Ich habe ja da die Aufladerate um 30% erhöht. Mir tut meine Aufladung sich irgendwie kaum noch. Ja. Hast du da mal eine Truhe? Ah, ein Imimika. Ah, hier ist der Nether First. Wenn du die Luft schießt. Ah ja, dann machen wir ihn jetzt, würde ich sagen. Denn der Part geht in einer Sekunde zu Ende. Dann lass noch fix die 2-3 Ecken des Dungeons erforschen und danach den Nether First machen. Dann wird das der Final Part. Oh nein, ich lauf falsch.
Hier unten war noch mal 10 Gold oder so. Irgendwas. Hier ist bei mir 5 Gold. Ja. Supi. Obwohl ich wünschte, ich würde nur 5 Gold finden. Und an einer anderen Stelle ist noch ein bisschen was. Obwohl ich weiß, dass mein Vater einen Goldbarren hat. Das war eigentlich schon halt dämlich. Der hat einen Goldbarren gekauft, dass die Goldpreise gerade so horrend hoch waren. Ich hab mit ihm geschimpft. Boah. Kommt halt mal vor. Boah. Ich hab extra auf Goldringe bei den Trauringen verzichtet, weil Gold kaum noch bezahlbar war zu der Zeit. So, ja, jetzt habe ich immerhin nochmal einen Heiltrank bekommen. Stattdessen haben wir Ringe aus Palladium. Die haben trotzdem 1000 gekostet oder sowas. Aber ich wollte auch unbedingt so einen echten Juwelier damit. Man kann sich ja auch Ringe im Internet kaufen, aber das war nix. Ja. Hab ich mir gedacht, wenn die dann nicht passen und so, beim Juwelier passen sie dir direkt an die Finger an und alles. Ja, eben. Oh, das ist, da und die trägst du dein ganzes Leben, die Trauringe, deswegen. Eben, da sollte man nicht am falschen Ende sparen. So, machen wir den Part zu Ende und gehen dann zum Netherfürsten? Ich hätte jetzt gesagt, machen wir das Finale jetzt komplett und... Okay, machen wir es komplett. Gut, dann gehen wir rein. Meist ist ja so der finale Part eines Let's Plays, zumindest bei mir meist auch mal länger. Oh, gespeichert sogar. Nett. So. Wow, ein Portal. Aber aus Kampffeld. Uiuiui, das sieht doch schon mal cool noch, aus. Sieht schon mal episch aus, gerade. Da ist er. Ja, der Netherfürst. Jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Riesenvieh das ist. Ui, der ist so groß, wie ich es mir vorgestellt habe. So. Etwas Hilfe rufen. Schattengestalt, Schlittangriff, Atemangriffe, beschwört ihn. Boah, der kann ja alles Mögliche. Aua. Der hat ja eine Reichweite. Ich glaube auch nicht, dass er nur den einen Lebensbalken hat. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ja, glaubst du auch, dass er mehr hat? Ja. Dass es wieder ein Mehrphasenkampf ist. Jetzt hat er sich teleportiert. Nein, nicht auf meine Skillliste. Jetzt habe ich versucht, mit WASD zu laufen. Hier läuft man doch mit Klicks. Der Atem bleibt eine Weile. Ah, wieder kein Mana mehr. Oh, verdammt. Oh, gut ausgewichen. Eine Helfershelfer kann ich wieder rufen. Ich noch nicht ganz. Was? Das kann nicht sein, der ist noch nicht. Der ist so Cthulhu geworden. Tatsache. Boah, jetzt das ist jetzt übel. Ja, jetzt wird der Kampf heftig. Ach du Heilige. Ach du Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige. Ja, vor allem guck mal, wie viele Zauber er noch dazu bekommen hat jetzt. Och du Scheiße. Ja, Vorsicht, am besten ist immer, wenn er auf einen zugeht, dass derjenige ausweichen, der andere greift dann an. Ja. Und jetzt hat er ja auch Diener hier und das Kampffeld ist halt gerade ein bisschen blöd. Nein. Gott, hat er auf mich draufgehauen. Oh, jetzt hat er ja auch noch ein Riesenschwert, sehe ich gerade. Das hat er vorher nicht, oder? Nee, hat er nicht. Weil jetzt erst wichtig in dieser Welt ist. Da will ich jetzt auch mal ein paar dieser Diener loswerden. Wok. Wok. Wie ist er denn jetzt? Der ist gerade hinter mir hinterher gewesen. Da ist er. Nee, hat sich mir zugewandt. So, ich brauche Hilfe. Ich hab einen Scheißer an Hilfe. Jetzt ist er gerade hinter mir. Aua. Ah, jetzt hat er wieder ein paar Sekunden gerufen. Die werden auch immer stärker. Ja. Kämpfen auch mit unseren Zombies fleißig. Ich rufe meine Zombies auch mal wieder, wenn ich kann. Nein, ich habe kein Mana. Boah, mein Kurzstrecken-Teleport ist jetzt echt Gold wert gerade geworden. Zum Ausweichen. So was hätte ich auch gern. Achtung, der zweite Balken ist fast unten. Genau wie mein Mana-Balken mal wieder. Bin ich echt gespannt, was dann kommt. Wow, jetzt habe ich auch gerade kein Mana. Er ist jetzt Cthulhu geworden, was soll noch kommen? Ich weiß nicht.
Oh, wir haben es geschafft. Mein Gott. Modraks Herz einsetzen, das Uhrwerk gleich irgendwann. Erstmal hier den Rest noch weghauen. Den Loot mitnehmen. Ja. Gucken, gibt es hier irgendwo noch eine Truhe oder so? Schauen wir mal kurz. So, ein ziemlich epischer Endfight. Zumindest nehmen wir mal an, dass er das war. Ja. Setzen wir so, das. Dann gehen wir es rein. Okay. Hier ist das eh geklafft. Zähne. Der Uhrwerkkern beschützt die Welt schon länger vor den Netherin, als selbst die Wächter sagen können. Doch als er schwächer wurde, schlüpften Netherin hindurch. Sie brachten Zerstörung über die Völker der Welt. Sie unterwarfen Mächtige und hielten sich im Hintergrund und lauerten darauf, sich einen wahren Helden untertan zu machen. Einen, der den Uhrwerkkern zerstören könnte, um das Tor zwischen den Welten aufzustoßen. Doch mit einem weiteren Helden haben sie nicht gerechnet. Einem, der sich gegen sie stellt und die Netherim wieder verbannt in ihr Äthergefängnis. Okay. Bei mir dauert es noch einen Moment. Okay, jetzt. Gehen wir zur Oberfläche. Jo. Dann geht's wahrscheinlich nochmal wieder zu der Ollen dahin. Wie heißt sie, die Wächterin des Manas? Wächterin des Manas. Achtung, reden wir sie an. Nein, nicht anschießen. Der ganzen Welt einen ebenso unfassbar großen wie unbezahlbaren Dienst erwiesen. Jo, gucken wir mal, was kann man denn Schönes nehmen? Ich nehme das Hundebellen. Was ist denn? Wollknäuel, Gassifrästchen oder was zum Beißen? Seine Pistole. Ja, die Dinger sind hier jetzt alle anscheinend ganz genau auf die Klassen ausgelegt, die man hat. So, jetzt kommt mir jetzt aber vor, als hätten wir das Spiel tatsächlich durchgespielt. Ja. Und wir können jetzt machen, was wir wollen, sozusagen. Euer Ruhm ist gewachsen. Wir haben noch eine Quest oder so, noch so einen Typen, so einen Kartografen zu reden. Wo ist er denn? Hier hinten unten. Oh. Und wir fließen hier auch noch. Sind das jetzt das auch so Nebenquests? Das sind aber Nebenquests. Wollen wir die sagen, dann? Können wir überlegen, ob wir dann noch weitermachen. Ich würde sagen, für den Moment beenden wir erstmal den Part. Ich wollte auch gerade sagen, das könnte man gut in der nächsten Folge wieder machen. Genau. Gut, ich gucke noch ganz kurz wegen meiner Skills und dann können wir die Folge beenden. So. Okay. Gut, dann sehen wir uns tatsächlich vielleicht noch in einer weiteren Torschaltfolge wieder. Ja, eventuell spielen wir weiter, eventuell war's das. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.